Wie gesagt, jetzt geht es hier erstmal nochmal um die Inhalte. Und das wird jetzt, weil das Semester ziemlich voll war, ohnehin schon dicht genug. Insofern, wie gesagt, ihr helft mir, wenn wir eure Fragen im Chat sehen und da also in Ruhe losmachen können. Womit sind wir denn gestartet? Was haben wir uns angeguckt? Was ist also sowohl prüfungsrelevant als auch ein wichtiger Input, den ihr hoffentlich in den kommenden Lehrveranstaltungen, eurem Berufsstart oder auch später nutzen könnt. Designeinführung, Designgeschichte und gutes Design. Ja, wir haben uns kurz angeguckt, wo kommt denn Design her? Wir gehen auch gleich nochmal kurz auf die Designgeschichte ein. Wir haben uns ein paar Parameter möglicherweise messbaren oder zumindest gut zu beschreibenden guten Designs angeguckt. Und wir haben einen Einblick genommen in eine Reihe von Designfeldern, die heute relevant sind. Dann sind wir ganz intensiv durchgegangen durch den Designprozess, haben uns da unterschiedliche Prozessmodelle angeguckt. Auch das werden wir gleich vertiefen. Mit eurer Hilfe haben wir ganz viele Methoden und Werkzeuge kennengelernt, in den Kurzreferaten insbesondere, durch mich dann noch ein paar Ergänzungen. Im zweiten Teil der Vorlesung haben wir neben eurem eigenen Designprojekt noch ein paar Projekte vertieft, indem ich euch an Arbeiten von Studierenden gezeigt habe, welche Tools haben die verwendet, in welcher Phase haben die eigentlich was gemacht, wie sieht sowas aus. Das haben wir uns angeschaut, sowohl zu Beginn des Prozesses, werden wir gleich nochmal drauf eingehen, als auch am Ende, weil das durchaus unterschiedliche Etappen sind. Ihr habt das am Double Diamond auch gesehen, ne? Die beiden Diamanten beschreiben diese beiden Hälften. Wir haben dann einen Einblick bekommen in sowas wie Designpraxis. Wir haben da versucht, diesmal in die Startups reinzuschauen. Auch wenn wir wissen, dass das natürlich nur ein Aspekt von ganz vielen möglichen Anwendungen von Design in der Praxis draußen ist. Aber ich glaube, das war ein ganz guter Überblick mit Lisa und Christoph. Und abschließend haben wir noch uns mit so ein bisschen Prozessplanung beschäftigt. Also wie lange dauern diese Dinge? Wie kann ich die ganz grob kalkulieren, damit ich außer den Inhalten noch so ein paar Kennzahlen habe, an denen ich mich orientieren kann, wenn ich denn in eine Projektplanung einsteigen muss. So, wo sind wir heute? Wiederholung und Prüfungsvorbereitung. Insofern könnt ihr damit starten. Achso, Felix, bist du noch da? Okay, Felix ist schon abgetaucht. Das ist natürlich nicht ganz so günstig. Natürlich wäre es jetzt hilfreich für euch, die Vorlesung auch als PDF zu haben. Gib mir mal noch ganz kurz die eine Minute. Ich check mal, ob ich die euch hier direkt teilen kann. Achso, kann ich hier bestimmt noch nicht. Das kriege ich aber gleich organisiert. Setzen wir in Ruhe erstmal noch mit den Inhalten fort. Designeinführung. Da haben wir uns damit beschäftigt, wo eigentlich liegt denn der Kern von diesem sehr großen Designthema. Und wir haben es mit anhand dieses Modells, ja, oder dieser Grafik darauf runtergebrochen zu sagen, wir haben drei Aspekte. Von links kommend immer aus der menschlichen Perspektive das Nutzerzentrierte. Ja, wir haben die zweite Perspektive, nämlich den Aspekt, den ziehe ich euch jetzt schnell herüber, dass wir die Technologie haben. Ja, damit ist das Ganze umsetzbar. Und wir haben als letztes den Punkt, dass wir damit Unternehmen adressieren und damit auch tatsächlich gewinnbringend agieren. Da können wir gerne nochmal fragen, was für Arten von Gewinn wir hier im Blick haben. Und damit auch nachhaltig sind, weil schön, wenn wir uns eine coole Idee ausdenken, aber wenn wir die nicht in den Markt bekommen und damit nachhaltig kein Geld verdienen, dann wird die Idee auch ganz schnell wieder tot sein. Insofern, da lohnt sich nochmal ein Blick.
Wenn wir bei dem Nutzerzentrierten sind, haben wir gesagt, das ist super spannend, aber wir müssen auch hier verstehen, wie wir es denn eigentlich machen. Und wir haben an der Stelle also gesagt, okay, coole Sache, lass uns bei einzelnen Personen anfangen, aber dann sind die Personen, wir werden gleich nochmal auf die Personas kommen, nur der Ausgangspunkt, das, was uns in der Produktentwicklung interessiert, sind die eigentlichen Bedürfnisse. Ja, und diese Bedürfnisse sind abhängig von dem jeweiligen Kontext, in dem sich diese Person befindet. Und erst wenn wir das geklärt haben, gehen wir eigentlich intensiver darauf ein, was hätten wir denn alles für coole Lösungsideen. Das ist oft ein anderes Herangehen als in der Technologieentwicklung üblich. Und dem einen oder anderen Ingenieur, der einen oder anderen Ingenieurin, passt es nur so mittelprächtig in den Kram, weil ich natürlich ganz viele coole Ideen habe, die ich gerne umsetzen möchte. Und da die Frage, ob das jemand braucht, vielleicht auch nur stört. Das ist aber für uns in der Produktentwicklung ein absolut relevantes Thema. Nächster Punkt. Wir sind von dort aus in die Designgeschichte eingestiegen. Wir haben da einen relativ schnellen Überblick genommen und sind vor grob 100 Jahren gestartet. Das erspare ich euch jetzt. Die wesentlichen Bezüge für Deutschland, ja, waren die Zeit des Bauhauses. Dazu solltet ihr zumindest eine ganz grobe Vorstellung haben. Ja. Also wann war das ungefähr? Was ist der Kern der Bauhausüberlegung? Ja. Vielleicht ein paar Orte und im Zweifelsfall einzelne Personen oder Objekte sind ganz hilfreich. Ja. Warum ist es wichtig? Weil es noch immer die Bezugsgröße Nummer 1 für Design aus Deutschland ist. Im Zweifelsfall sogar noch immer für das Thema Architektur aus Deutschland. Warum das so ist, haben wir auch kurz thematisiert. Das hat sowohl inhaltliche Gründe als auch die positive Seite der negativen Zeit, nämlich dass das Bauhaus mehrfach zerschlagen wurde. Und deswegen diese Ideen zwangsläufig in die ganze Welt gekommen sind und da sehr fruchtbar sich weiterentwickelt haben. Wir sind dann nach dem Krieg eingestiegen in das Thema Moderne und in dieser Moderne haben wir uns mit Rahms beschäftigt. Auch einer der ganz wenigen Namen, die ihr zumindest erinnern solltet, wird keine expliziten Fragen dazu in der Prüfung geben. Aber das gehört auf alle Fälle zu dem, was man zu Designgeschichte aus Deutschland wissen muss. Und dass er noch immer lebt, spricht dafür, dass es sich auch vielleicht nochmal lohnt, da reinzuschauen. Zu seinem 80. Gab es eine ganze Reihe von ganz guten Publikationen über ihn. Insofern wirklich eine spannende Persönlichkeit. Warum relevant? Ja, weil wir haben den Prozess der Designgeschichte als einen Schleifen- oder Wellenprozess beschrieben. Und in dieser Zeit ist das Thema Moderne ein Rückbezug auf das Bauhaus. Insofern beschreiben die zwei sehr gleichartige Wellenbewegungen. Und das, was ihr auf der anderen Seite der Welle habt, ja, das müsst ihr dazu selber nochmal ergänzen können. Solltet ihr euch in jedem Fall angucken. Weil dieses Hin und Her dessen, was einen gesellschaftlich orientierten Geschmack ausmacht, ist wesentlich zu verstehen, weil wir aktuell in der Zeit sind, wo diese ganzen Strömungen parallel laufen. Ja. Das heißt, ich habe keine so klare zeitliche Verortung mehr und es bedarf dann entsprechend mehr Sortierung auf meiner Seite mit anderen Argumenten. So, entschuldigt. Also, ja, wir haben hier angefangen, ein Ablauf durch das Design zu machen. Wie vorhin erkennt ihr, zu diesen Phasen habe ich gerade was gesagt, die habe ich ausgelassen, die kennt ihr, da sind wir jetzt gerade. Ihr habt dazu selber auch eigene Produkte ausgesucht. Ja? Das ist Teil 1 der Vorlesung. Überblick, Einstieg, grundlegendes Verständnis.
Da solltet ihr selbst eine eigene Position mitbringen, eine grundsätzliche Orientierung. Das wird auch ein Teil sein, den wir heute der Probeklausur mit euch antesten. Umfang in der Klausur, dafür ungefähr 10, maximal 20% mit Fragen aus diesem Bereich. Ich hoffe, soweit so klar. Im Chat ist bis jetzt noch keine Frage zu diesem Bereich gelandet, auch noch keine übergreifende Frage. Wir sind dann weitergegangen zum Thema, was zeichnet denn gutes Design aus? Wir haben hier, umfänglich wäre jetzt übertrieben, aber doch zumindest recht systematisch nochmal analysiert, was steckt da alles drin. Ich habe euch auch gesagt, dass es sehr unterschiedliche Metriken gibt, das zu vermessen. Und diese unterschiedlichen Metriken, ja, lassen sich alle oder nahezu alle auf ihre jeweils geschichtlichen Vorgänger zurückführen, zumindest in inhaltlich relevanten Teilen. Und deshalb haben wir uns mit den 10 Thesen guten Designs von Rahms beschäftigt, weil die, obwohl die schon weit über 50 Jahre alt sind, immer noch als Bezugsgröße herangezogen werden. Und das hat wenig damit zu tun, dass das Design zwischendrin diese Wellenbewegung gemacht hat, sondern dass die Beschreibung dessen, was gutes Design ausmacht, egal wo ich in dieser Welle eigentlich bin, trotzdem passfähig ist in der Art und Weise, wie sie Rahms damals formuliert hat. Ja, also gutes Design ist ehrlich, ist halt auch in Bezug auf den jeweiligen Kontext und auf die jeweilige Zeit ein unterschiedliches Ergebnis. Und das habe ich versucht, euch in der Vorlesung mitzugeben. Ja, wir haben im Design ganz viele Antworten, die prinzipiell richtig sind. Entscheidet sich halt daran, an welcher Stelle gebe ich welche Antwort. Und das macht es manchmal ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig eröffnet das einen ganz, ganz großen Spielraum. Und ihr müsst ein Verständnis dafür bekommen, wie ihr euch in diesem Spielraum bewegt. Die Kehrseite dessen ist, dass es ein handwerkliches Designverständnis gibt. Und dieses ist sehr wohl messbar. Ja, das zeigt dieses Bild. Wir haben später auch mit eurer Hilfe zum Beispiel uns das Thema Usability angeguckt. Also neben dem, was wir aus der Analyse ableiten, wesentliche Aspekte des Kreativen im Design beinhaltet und manchmal schwer zu beschreiben ist, gibt es sehr wohl gut quantifizierbare Themen. Und das ist hier beim Auto zum Beispiel das übliche Spaltmaß. Ja, wo treten denn wie große Spalten auf? Und das ist zunächst mal ein funktionales Thema. Aus Designsicht wird es ein Thema, weil diese Spalten gestalterisch die Plastik definieren und je nachdem, wie groß sie sind und wie gut der Verlauf ist, auch eine Wertigkeit mitbestimmen. Und diese Wertigkeit, das haben wir uns in der letzten Woche kurz angeguckt, ist natürlich ein ganz wesentliches Indiz dafür, was für einen Preis kann ich denn für ein Produkt eigentlich erzielen. Ja? Dann sind wir wieder dabei, wie viel kostet denn eigentlich das ein? Wichtiger Punkt in der Mitte. Und dann haben wir uns angeguckt, in welchen Feldern passiert denn gerade Design? Ja, auch das nur im schnellen Überblick. Also, wir haben uns angeschaut, dass wir Design universell integral betrachten. Ein Anspruch, der schwer einzulösen ist, aber als Ziel umso wichtiger. Ja, jetzt habe ich ganz viel rausgelassen. Wir haben uns angeguckt, dass Design immer auf unterschiedlichen Ebenen passiert und eine strategische Überlegung zu Design, zum Beispiel mehrere Produkte oder gar mehrere Produktfamilien in den Blick nimmt, eine mittelfristige oder langfristige Perspektive einnimmt und sich damit vom klassischen Produktdesign deutlich löst. Und wir haben uns wiederum viele Aspekte angeschaut, in denen das Design eigentlich untersetzt wird. Ja, jetzt rausgegriffen das ganze Thema nachhaltiges Design. Welchen Aspekt von Nachhaltigkeit adressiere ich hier? Haben wir später noch mal ein bisschen größer beleuchtet. Hier geht es jetzt zunächst mal nur um den ökologischen Aspekt. Auch hier nehmen für die Prüfung mit,
dass ihr selber ein Gefühl bekommt dafür, was sind denn eigentlich Richtungen, in denen Design gerade eine maßgebliche Rolle spielt, gesellschaftlich relevant wird. Erarbeitet euch dafür zumindest eine persönliche Meinung, die ihr aber bitte gut begründen könnt. Ja, also ich glaube, das ist total gut. Wenn ihr dann aber noch sagen könnt, warum diese Positionierung hilfreich ist, dann hilft euch das auch in der Prüfung, weil dafür gibt es dann konkret. Auch hier habe ich jetzt in der Zusammenfassung wieder ganz viele Dinge außen vor gelassen. Ja, wir haben da eine Untersetzung angeguckt für das Thema User Interface. Wir haben uns kurz mit User Experience beschäftigt. Wir haben das Thema gestreift, dass es weit mehr als früher um einen Service geht. So, an der Stelle haben wir geschlossen mit zwei Beispielen. Ah, Felix, das ist total nett, dass du zurück bist. Wunderbar. Natürlich habe ich verpasst, die Zusammenfassung wieder zu teilen. Ich schiebe dir die schnell auf den Server. Vielleicht kannst du die bitte nochmal rumschicken. Danke dir. So. Entschuldige mich hier für den ganz kurzen Moment. Was ist das hier? So, alles da, Felix. Danke fürs Teilen. So, an der Stelle sind wir damit eingestiegen, ne, dass wir uns ein paar der Projekte, die wir selber gemacht haben, zumindest ein bisschen näher angeschaut haben, um zu sehen, dass diese unterschiedlichen Designauffassungen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben. Auch an der Stelle wart ihr selber aktiv. Ja, ihr habt euch verschiedene Agenturen angeschaut und verschiedene Produkte und anhand dieser Beschreibung auch euch angeschaut, okay, mit welchen Schwerpunkten sind denn solche Agenturen zum Beispiel unterwegs? Wie schlägt sich das in ihren Produkten nieder? Welche unterschiedlichen Perspektiven auf Design kann ich denn eigentlich einbauen? Dazu habt ihr das selber in Pinterest geteilt. Auch das könnt ihr benutzen, um euch über eure eigenen Sachen nochmal ein bisschen Überblick zu verschaffen. Wichtigen Punkt, den ihr hier mitnehmen müsst, ne, also auch hier wieder keinen vollständigen Überblick, den ihr wiedergeben können müsst für eine Prüfung. Weil wo soll diese Vollständigkeit herkommen, wenn ich euch selbst erkläre, dass der Bereich immer größer wird? Wichtig ist aber, dass ihr drei Bereiche benennen könnt, im besten Fall welche, zu denen ihr selber eine Beziehung habt und argumentieren könnt, warum die wichtig sind. Ja, und gegebenenfalls ein Produkt benennen könnt, was herausstellt, dass derartige Bereiche auch wirklich relevant sind. Oder aber, dass man euch fragt, okay, hier ist jetzt ein Produkt mit der Einschätzung, welche Bereiche wären denn jetzt aus deiner Sicht wichtig? Ja, und dann kann es absolut so sein, dass ihr zwar die falsche Bezeichnung für diesen Bereich wählt, aber gut beschreiben könnt, warum jetzt für dieses spezielle Produkt eine nachhaltige Betrachtung einen viel höheren Stellenwert hat als an einer anderen Stelle. Und ihr könnt da auch sehr gerne eigene Positionen beziehen, auch das funktioniert in der Prüfung dann gut. Ja, Themen, die euch selber an der Stelle wichtiger sind, dafür ist in jedem Fall Platz. Ihr müsstet euch nicht intensiver beschäftigen mit Themen, die euch selber unwichtig erscheinen. So, jetzt haben wir Designgeschichte, wir haben Designdefinition, wir haben uns angeguckt, welche Designfelder und wir haben uns angeguckt, wie denn prinzipiell gutes Design sein könnte. Nächster Punkt, dass wir aus dieser Beschreibung von Begriffen und Produkten in den Prozess wechseln, der nötig ist, damit sowas überhaupt zustande kommt.
Ich check mal kurz den Chat, aber meines Erachtens nach gab es jetzt außer Felix seinen Hinweisen keine Fragen von euch. Und insofern mache ich zunächst einmal weiter. Ja, wie gesagt, klingt euch ein. Wir haben als Modell und Dreh- und Angelpunkt den Double Diamond besprochen. Moritz, kurze Rückfrage. Gerade noch so der richtige Zeitpunkt. Also der Anteil der Designfelder in der Klausur ist ähnlich wie der zuvor. Ja, also 15, maximal 20%. Also ihr seid unter der Hälfte. Wenn wir noch gleich zu dem Teil kommen, der nahezu die Hälfte ausmacht, und dann gibt es noch ein Ende wieder der Klausur, dass ihr zu den Designfeldern argumentieren müsst. Ja, das sind ungefähr so 15%. Und damit sind wir jetzt dann bei dem Teil, der den Hauptteil der Klausur ausmacht, weil damit habt ihr euch auch am intensivsten beschäftigt. Nämlich das ist der Prozess und das sind die Methoden und Werkzeuge, die in diesem Prozess verortet sind. Und wie bauen die aufeinander auf? Und hier bei dem Double Diamond haben wir ja besprochen, dass es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auch wieder in diesen Modellen gibt. Also wenn wir jetzt an der Stelle nochmal reingucken. Ja, ihr habt hier mehrere Aspekte und ich würde die kurz jetzt durchgehen, damit ihr nochmal verankert, was davon wie wesentlich ist. Zunächst mal habt ihr eine starke lineare Anordnung dieses Prozesses. Ja, wenn ihr alle unten hinguckt, da seht ihr Discover, Define, Develop, Deliver. Sorry für die Auflösung, sehe ich gerade. Aber das stört jetzt inhaltlich an der Stelle nicht. Und gleichzeitig habt ihr dazu oben drüber sehr große graue Pfeile, die den iterativen Charakter des gesamten Prozesses beschreiben. In diesem Hin und Her haben wir den Prozess die ganze Zeit beschrieben. Und auch da gibt kein richtig und falsch. Es gibt eine angemessene Anzahl an Iterationen, es gibt eine angemessene Schnelligkeit an Iterationen. Und trotzdem brauchen wir die Orientierung, dass es ein klares Vorankommen beinhaltet. Dafür seid ihr dann später mal in der Wirtschaft unterwegs, ein reines auf der Stelle treten in einem immer schneller werdenden Iterationsprozess hilft dann niemandem weiter. Insofern nicht wundern und selber in der Lage sein, das zu argumentieren, dass es unterschiedliche Modelle gibt, die unterschiedlich grafisch aufbereitet sind. Eben stärker linear, stärker zirkular, habt ihr alles gesehen und könnt ihr, glaube ich, auch wieder geben. Dann habt ihr in diesen Phasen, die ihr da abgebildet seht, unterschiedliche Aufgaben und Herangehensweisen. Ja, in dem Double Diamond intensiv beschrieben, diese jeweilige Phase des Öffnens, ob das jetzt in der Research-Phase, wie sie da oben nochmal genannt ist, Discover, ist, dass ich mich in meinem Projekt, mein Team dafür öffne, überhaupt erstmal tatsächlich zu sehen, was ist denn der Kontext? Wie agieren denn die Nutzer jetzt? Welche Probleme haben die denn eigentlich? Unter welchen Rahmenbedingungen muss meine Lösung zukünftig funktionieren? Dieser Teil der Öffnung. Dann muss ich zwangsläufig, um voranzukommen, das wieder schmaler machen. Das ist da, zweite Phase, ich definiere etwas, und zwar sind es die Insights, die ich gewinne. Dort ist eine gewisse Härte, eine gewisse Präzision in den Definitionen und in den Formulierungen ganz, ganz wichtig. Ja? Weil ihr müsst an der Stelle spätestens Dinge, die ihr erfahren habt, an andere Personen in dem Team oder gar andere Fachabteilungen weitergeben. Und wie wollt ihr das machen, wenn es nicht klar beschrieben ist? Dann gibt es diesen Wendepunkt in der Mitte. Ja? Das ist ein entscheidender Punkt und das können mehrere dieser Punkte potenziell sein, die unterschiedliche Wege aufmachen. In dem Modell ist es genau ein Punkt, der nämlich die spezifischen Probleme, mit denen ihr euch beschäftigt, möglichst präzise ausdrückt. Und dann geht es wieder auf der Trichter, weil ihr nämlich ganz viele Lösungsideen sammelt. Ja, Ideation. Und zwar entwickelt ihr in dieser Phase was, also Develop. Und dann müssen wir wieder schmaler werden, weil noch so viele coole Ideen bedeutet nicht, dass ihr zu einem fertigen Produkt kommt,
Und insofern gibt es auch hier wieder die Phase, die das schließt und die etwas tatsächlich liefert. Ja? Etwas Messbares, etwas Belastbares, etwas, was hergestellt werden kann. Und zwar zu kalkulierten Kosten und nicht irgendwie. Und alles, was danach kam, ja, waren Bezüge auf dieses Modell. Unter anderem das hier von Frog. Ja. Wir hatten hier eine andere Darstellungsform, nämlich dass dieses Auf- und Zugehen jetzt in den einzelnen Phasen gespielt war. Wir hatten eine Fokussierung des Prozesses, weil ich neben vielen unterschiedlichen Varianten jetzt eigentlich nur eine Variante verfolge, umso weiter ich in den Prozess komme. Und hier haben wir am Ende dann nochmal ein Öffnen des Modells, eigentlich entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, nur was steckt dahinter, ja, dass ich durchaus mit unterschiedlichen Produkten in den Markt gehen kann. Produktfamilie. Ja, aufeinander aufbauende Produkte. Und insofern solltet ihr für die Prüfung in der Lage sein, ein Prozessschaubild selbst zu entwickeln und selbst auch zu beschreiben. Auch in den unterschiedlichen Ebenen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja, welche Phasen gibt es? Wer ist Teil einer solchen Phase? Welche Methoden wirken in diesen Phasen? Wie nennt man dieses Modell gerade? Das ist der Frog-Design-Prozess. Dafür habt ihr da unten diesen recht pixeligen grünen Frosch und ich hatte in der Vorlesung kurz darauf hingewiesen, dass aus reinen Unterscheidungsgründen die meisten Agenturen ein eigenes Designprozessmodell machen. Das ist für uns aus Sicht der Universität jetzt nicht besonders hilfreich, aus Sicht der Differenzierung im Markt, aber natürlich verständlich. Ja, so. Ihr weißt damit genau, wie ihr selbst in der Klausur oder jetzt ein grundsätzliches Prozessverständnis nach. Und da es jetzt an der Stelle dann keine Noten mehr für die Agenturen gibt, ist ihr eigener Ausweis ihr eigenes Modell. Wir haben diese ganze Betrachtung für euch dann in dem Modell gebündelt, was wir auch zusammen durchgegangen sind, was ein generisches Modell ist, was versucht, die wichtigsten Aspekte aus unterschiedlichen Modellen zusammenzufassen. Das ist tatsächlich ausschließlich ein Hilfskonstrukt. Ja, und insofern solltet ihr in der Lage sein, von diesem Modell wesentliche Aspekte wiederzugeben. Auch die müssen nicht vollständig sein, aber hier ist zum Beispiel der Aspekt, dass diese Phasen, auch wenn das grafisch jetzt nicht so schön vielleicht aussieht, eben nicht gleich lang sind. Weil die Analysephase oft viel, viel kürzer ausfällt als die Phase des Ausarbeitens. Ja? Und hier ist also eine Darstellung gewählt, die diesen großen prozentualen Anteil des Ausarbeitens auch grafisch beinhaltet. So, und an der Stelle seid ihr dann auch eingestiegen, ganz intensiv, mit ganz, ganz vielen Vorträgen. Es wäre sehr hilfreich, ihr blättert zumindest mal noch durch 4 von den Vorträgen. Entscheidet euch im besten Fall für 4, die in dem Prozess an unterschiedlichen Stellen sind. Also nicht unbedingt die ersten 4 angucken, ist aber auch nicht wichtig, dass ihr die letzten 4 nehmt. Schaut mal über euren eigenen Vortrag, den habt ihr ja schon in petto, noch in 3 andere. So, dass ihr in der Lage seid, für 4 unterschiedliche Methoden, in den Vorträgen sind ja meistens 2 besprochen worden, ihr habt also dann 8 ganz grob zur Auswahl. Für 4 solltet ihr im Detail auch aussagekräftig sein, zu sagen, so funktioniert die Methode, was brauche ich dafür, das sind kritische Aspekte der Methode. Das ist ganz einfach. Ja, das ist ein erheblicher Vorteil, wenn ich diese Methode verwende. Das kann ich auch selber als Argumentation verwenden, wenn ich jemanden überzeugen möchte. Ihr solltet also diese Methoden nicht in der Dichte, dass ihr selber nochmal ein Referat machen müsst, aber ein bisschen tiefer als nur die Überschrift beschreiben können. Und im besten Fall wissen, was mit dieser Methode tatsächlich passiert, damit wir, wenn wir zu der zweiten Aufgabe kommen, nämlich dass ihr für eine spezifische Aufgabenstellung dann einen Prozess vorschlagen sollt, auch wisst, ob die Methode an der Stelle hilfreich wäre. Oder wenn diese Methode hilfreich ist, wie ich die anwende.
So, und an der Stelle haben wir uns dann nochmal angeguckt, wie man unterschiedliche Prozessmodelle miteinander in Übereinstimmung bringt. Übereinstimmung heißt nicht, dass die deckungsgleich sind. Übereinstimmung heißt, dass ich mich auf die Suche mache nach Teilen, die mindestens mal ähnlich sind. Ja, weil wir versucht haben zu sagen, okay, es gibt wahnsinnig viele Modelle da draußen. Ihr habt auf dem Pinterest-Board, ich denke, inzwischen mehr als 100 Darstellungen. Das heißt nicht 100 Modelle, aber 100 unterschiedliche Darstellungsformen. Und das bedeutet, dass es eure Kernaufgabe ist, zu verstehen, was ist denn hinter diesem jeweiligen Modell. Ja, wir machen Design und deswegen ist die Visualisierungsform des Modells auch nicht unwichtig. Aber im Kern unterscheiden sich diese Modelle vielleicht viel, viel weniger, als man annimmt. Insofern solltet ihr in der Lage sein, zu sagen, dass wir räumen das alles zur Seite, ja, schauen uns diese Struktur an und können diese Struktur mit einem anderen Prozessmodell vergleichen. Das ist jetzt durchaus was anderes als eine Gedichtsanalyse, ja, ist auch was anderes als eine konstruktionskritische Analyse, aber auch hier. Die jeweiligen Abläufe dahinter sind genau die gleichen. Ja, ihr sucht euch raus, was sind die Elemente, die ich vergleichen kann. Ihr beschreibt die Elemente einzeln, ihr beschreibt die Elemente im Unterschied und ihr schaut natürlich nach Gemeinsamkeit. Und meistens gibt es dann etwas, was in beiden Modellen drin ist und einen Kern bietet, an dem ich ansetzen kann. Und es gibt immer auch was, was sich unterscheidet. So. Und wenn ihr das einfach systematisch tut, dann habt ihr das Wichtigste schon verstanden. On top kommt dann im Zweifelsfall eine Interpretation, nämlich wann könnte denn dieses Modell jetzt besonders wirksam sein? Oder was an diesem Modell ist so kritisch, dass ich mir was überlegen muss, wie ich darauf reagiere? Derartige Interpretationsfragen sind zumindest ein Teil, sind auch ein kleiner der Prüfung, sodass ihr einfach in der Lage seid zu argumentieren. Na, warum verwende ich das Modell oder warum verwende ich ein anderes? Oder wenn ich das verwende, was muss ich dann beachten? So, ihr habt das jetzt über unsere eigene Disziplin noch mit anderen Modellen verglichen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil Design funktioniert halt nur aufgrund dieses Blicks über den Tellerrand. Damit seid ihr gut vorbereitet. So, und auf dieser Basis, also wir haben einen Prozess oder mehrere Beschreibungen eines ähnlichen Prozesses und wir haben die ganzen Einzelteile, sind wir dann eingestiegen und haben uns angeguckt, wie funktioniert denn das ein bisschen mehr im Detail. Also in dieser ersten Phase, was tue ich denn da eigentlich? Was tue ich in der späten Phase? Ja, die Vorträge zum Thema Usability waren sehr, sehr schön. Was machen wir jetzt, wenn wir sagen, okay, die Produkte, die wir uns alle angucken, sind Status heute. Die Produkte von morgen sind möglicherweise noch viel stärker integriert. Ihr solltet also einigermaßen gut eine Idee davon haben, wo stehen wir jetzt prozessmäßig und ihr solltet eine persönliche Meinung davon haben, die ihr aber wieder argumentieren könnt, wo läuft denn das Ganze hin? Ja, wir haben in der Vorlesung nicht über künstliche Intelligenz gesprochen und ihr solltet ihr euch jetzt bitte auch nicht nochmal anlesen, aber es ist durchaus eine berechtigte Sicht, ja, zu sagen, okay, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen kann und wird auf zukünftige Designprozesse einen stärkeren Einfluss haben als noch vor 5 Jahren. Warum ist das so? Ah, das kann durchaus eine Frage sein. Und darauf habt ihr im Zweifelsfall in der Vorlesung nichts Verwertbares gehört. Insofern müsst ihr dann mal selber kurz überlegen, was würde denn dafür sprechen, dass künstliche Intelligenz in zukünftigen Designprozessen eine stärkere Rolle mit einnimmt. Eine klassische Rückfrage ist dann, okay, welche Risiken sind denn da verbunden? Na, wenn es eine stärkere Rolle spielen wird, dann gibt es Menschen, Unternehmen, Prozesspartner, die sich davon einen Fortschritt erhoffen. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite immer die, die skeptisch sind.
Und begleitend dazu habt ihr die Erfahrung in eurem eigenen Prozess gehabt. Ja, das ist das Bild aus dem Vorjahr und dieses autonome Modell. Ihr habt jetzt mit Kercher durchlebt und durchlitten, wie denn das geht, interdisziplinär ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, eine gemeinsame Lösung für ein Problem, was euch so konkret ist, dass ihr sagt, Gesundheit, dass ihr sagt, das ist ein relevantes Problem, da habe ich einfach Lust, das zu lösen. Und insofern könnt ihr an all diesen Stellen auch daraus schöpfen, was ihr selber gemacht habt. Ihr habt viele der Tools in eurem Praktikum einzeln und oder gemeinsam verwendet. So. Also, wir haben jetzt den Prozess benannt und wir haben den Prozess mit den Methoden untersetzt. Dann haben wir uns angeschaut an zwei Beispielen, wie sieht das jetzt in der frühen Phase aus und wie in der späten Phase. Anhand des Entwurfs von Jessica Janik für einen Surftrainer haben wir uns also angeschaut, dass es nicht eine Lösung gibt, sondern für unterschiedliche Personas unterschiedliche Lösungen. Wir haben aus der Analyse heraus eine Persona-Beschreibung gemacht. Ihr habt dazu auch selbst gesprochen und wisst, dass je nachdem, wie viel Zeit ich für diese Methoden habe, Teile dieser Persona maßgeblich ausgedachter sein müssen, weil ich zu wenig Zeit habe. Das angestrebte Optimum ist aber, dass viele von den Daten, die ich da verwende, auch tatsächlich belegt sind und eben nicht meine persönliche subjektive Wahrheit sind. Nichtsdestoweniger sind die meisten der Tools, die ihr in diesem Semester gesehen habt, so mächtig, dass die euch helfen, selbst wenn die Annahmen, die ihr da drin verarbeitet, eure ganz eigenen sind. Ja? Ich will jetzt nicht sagen unreflektiert, aber ohne ein quantifizierbares Backup mit einer richtigen Nutzergruppe. Auch dann ist es eine probate Arbeitsweise. Wichtig ist nur, dass ihr nicht vergesst, am Ende eure Ergebnisse zu interpretieren. Ja, also es ist immer total super, wenn ich was für ältere Leute mache, aber nur mich selber als Versuchsperson habe, dann kann ich trotzdem ein gutes Produkt machen, aber ich muss mich nochmal fragen, okay, welche Fehler könnte ich denn gemacht haben? Und wenn ich die gemacht habe, was ist dann mit meinem Ergebnis? Ihr habt dazu auch eine sehr systematische Lösung, wenn auch in einem etwas anderen Bereich, sogar kennengelernt, die Fehlermöglichkeitsanalyse. Ja, habt ihr vorgetragen zu sagen, okay, folgende Fehler können auftreten, mit folgender Schwere kann das passieren, daraus ergibt sich folgendes Gesamtrisiko. Wir sind an der Stelle aus der Analyse in die Definition gewechselt. Vorhin gesagt, okay, das Ganze schließt sich wieder und aus der Nutzerzentrierung in die konkrete Beschreibung von Charaktereigenschaften, von Materialitäten, von der Formensprache. Denn das ist für das Thema Design auch wichtig. Und wir haben uns angeguckt, dass man dafür an so einer Stelle dann durchaus unterschiedliche Konzepte aufbaut. Weil wir nicht wissen, was davon sind eigentlich genau wichtig. Ihr habt das Gleiche in eurer eigenen Arbeit gemacht. Ja? Ihr habt euch gefragt, auf welcher Basis entwerfe ich denn, also für wen? Ja? Welche Anforderungen hat er oder sie? Was macht ihn denn eigentlich aus oder sie? Und an der Stelle habt ihr also entsprechend gut vorbereitet in eurem Miro gearbeitet. Dann sind wir in die zweite Hälfte des Prozesses eingestiegen mit einem ganz anderen Beispiel, nämlich dem Sitz im öffentlichen Nahverkehr. Hier sind wir damit eingestiegen, dass wir eben mehrere Konzepte zur Auswahl haben. Ich habe kurz mit euch in die Beschreibung dieser Konzepte geschaut, habe dabei festgestellt, dass die Beschreibung als solche strukturell sehr ähnlich ist. Und wir haben uns genau diesen Punkt kurz angeguckt, dass strukturell ähnliche Beschreibungen notwendig sind, damit ich überhaupt eine saubere Auswahl treffen kann.
wenn ich ganz verschiedene Konzepte mache, die aber alle unterschiedlich beschreibe, ist es sehr schwer, mich möglichst objektiv zwischen diesen Konzepten zu entscheiden. Dann haben wir uns angeguckt, welche Tools verwende ich. Ja, was sind denn überhaupt Perspektiven? Was sind denn Maßstäbe? Mache ich denn alles digital? Wenn ja, mit welchen Werkzeugen? Wie fasse ich Information und Design zusammen? Wie bereite ich Dinge auf, damit ich sie nach außen tragen kann? Und am Ende, hier auch wieder, nicht vergessen, wir müssen zur Nutzerin, zum Nutzer wieder zurück. Ja, erinnert euch an meine Einstiegsfolie. Nutzerzentrierung war der Dreh- und Angelpunkt von Design. Dann ist es natürlich relevant, wenn unsere Darstellungen mit Nutzerinnen und Nutzern stattfinden. Und das nicht nur on top, damit es cool aussieht, sondern durch den ganzen Prozess muss ich mir vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich das, was sich der Nutzer, die Nutzerin jetzt gerade wünscht. Und ja, das kann nervig sein, weil die im Zweifelsfall selber nicht so genau wissen, was sie denn eigentlich wollen. Aber das erspart euch, dass ihr mit einer intensiven Entwicklung am Ende am Bedarf vorbei seid. Das ist schlicht unnötig und verbrennt Geld. Dafür ist die Fragestellung, was brauchst du denn wirklich, also durchaus angenehm. Ja. Achso, das habe ich entschuldigt, das habe ich nie geändert. Statt den Dresdner Agenturen habt ihr die Dresdner Startups gesehen. Und ich glaube, das war auch ganz gut. Wer Lust hat, Felix, das könnten wir nochmal checken. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Die Videoschnipsel des letzten Jahres mit den drei Unternehmenspräsentationen nochmal zu teilen. Kein Teil für die Prüfung. Die Diskussion, wieso Design in Startups, auf welche Art und Weise passiert, kann aber durchaus Teil der Prüfung sein. Ja, also geht da gerne nochmal rein und stellt fest, was war denn da jetzt unterschiedlich oder eben genau nicht. So. Und zum Abschluss, bevor ich nochmal auf eure Fragen eingehe, auch wenn das bis jetzt nicht viele geworden sind, das, was wir in der letzten Woche gemacht haben, wir haben uns angeguckt, okay, wir haben jetzt verstanden, wie das als Prozess geht, wir haben verstanden, welche Methoden wir brauchen und wir haben auch verstanden, was wir konkret tun müssen, wenn wir diese Methoden anwenden. Was dann als Ergebnis auch rauskommt für jeden einzelnen Schritt, ja, indem wir auf diese Beispiele geschaut haben, die nicht nur den Abschlussstand in die Vitrine stellen, sondern die durchgängig bebildert waren und wo wir euch durchgängig einen Einblick zeigen konnten. Und an der Stelle ist es das, womit ich vor uns eingestiegen bin. Ja, was macht denn den Wert von Design eigentlich aus? Ist der berechtigt? Muss ich mir eine andere Gestaltung überlegen, um diesen Wert zu rechtfertigen? Wie geht es denn genau? Wir haben uns zwei große Beispiele angeguckt, den Produktentwurf und einen Teil von grafischen Auswertungen und haben uns für diesen Produktentwurf angeschaut, okay, über welche Stunden reden wir denn überhaupt? Wir haben das anhand des Ablaufes, den wir beschrieben haben, einfach mal durchgeexerziert und hatten dann eine Beschreibung, die sagt, okay, das, das, das und das sind diese 4, 5 Arbeitsschritte, die erfolgen alle nacheinander und die kann ich alle stundenmäßig abschätzen und dann kann ich losgehen. Oder andersrum, nee, das ist für mich total schwer, das kann ich gerade nicht, ja, dann ist es vielleicht auch ganz gut, die Finger davon zu lassen. Ne? Das heißt, nee, wenn ihr eine Anfrage habt, sowohl intern als auch extern als Büro, dass man das machen muss, dann ist es völlig okay zu sagen, okay, ich habe gerade keine Kapazitäten, das ist nicht mein Schwerpunkt. Sie haben eine Firma, für die Sie arbeiten, mit der Sie arbeiten, die Sie selbst sind, die unseren Werten entgegenläuft. Insofern kann man dann einfach immer jemand anders empfehlen, aber ist selber möglicherweise raus.
Wir haben uns das angeguckt mit den grob 100 Euro und damit bin ich jetzt tatsächlich in der Zeit durch, nochmal durch das ganze Semester. Und wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit für eure Fragen, bevor Felix für die Probeklausur übernimmt. Und bevor die Frage die erste Frage ist, ne, diese Prozessbetrachtung an einer konkreten Aufgabe, das ist der Hauptteil, die komplexeste Aufgabe in der ganzen Prüfung, zu sagen, welche Schritte brauche ich dafür, darin welche Methoden, welches Team steht mir zur Verfügung, wie sind so die Schnittstellen zwischen den einzelnen Partnern des Teams oder über das Team hinaus. Das sind so Fragen, die an der Stelle gestellt werden. Jetzt bin ich durch und ihr könnt fragen. Larissa fragt nochmal, heißt das, wir müssen einen komplett eigenen Designprozess erstellen oder können wir uns an dem anlehnen, was wir in der Vorlesung gesehen haben? Ja, letzterer Teil ist der richtige. Ihr könnt euch definitiv an etwas anlehnen, was ihr in der Vorlesung gesehen habt. Wir haben das digital auch so für euch vorbereitet, dass ihr da eigentlich eine grafische Struktur habt, zu der ihr einfach argumentiert und sammelt. Ihr müsst euch nichts komplett Eigenes überlegen. Ja? Ich hoffe, ich wurde auch in der Vorlesung so verstanden, dass es zwei gute Gründe gibt, warum ihr jetzt nicht noch etwas ganz Eigenes hinzufügen müsst. Das eine ist, dass ihr selbst nicht im luftleeren Raum seid, sondern das Unternehmen, für das ihr in dem ihr arbeiten werdet, wahrscheinlich einen Zugang zu so einem Prozess schon hat, ja, und daraus eine Beschreibung ist. Und zweitens, man oft erst auf den zweiten oder dritten Blick die Feinheiten in diesen Modellen entdeckt. Ihr also jetzt als eher unerfahrene Teilnehmer an dem Entwicklungsprozess nicht die richtigen seid, um jetzt zwangsläufig einen ganz eigenen Prozess aufzumachen. Wichtig ist auf der anderen Seite immer, dass ihr eine eigene Position zu dem Prozessmodell entwickelt und das würde ich jederzeit auch einfordern. Dann schreibt mir doch bitte nochmal eure Top 3 Begriffe, Sachverhalte aus der Vorlesung in den Chat. Was ist aus eurer Sicht die wesentlichen 3 Punkte, die ihr mitnehmt? Ja, das können einzelne Worte sein, das können Wortgruppen sein. Das hilft vielleicht euren Kommilitonen und Kommilitonen selber nochmal ihren roten Faden anzureichern. Insofern sehr gern die Top 3 Begriffe der Vorlesung, die ihr für euch mitnehmt, reinschreibt.